Also, wir könnten jetzt da runtergehen, versuchen die restlichen Banditen zu überraschen, wenn es denn welche gibt. Oder wir könnten uns hier oben erstmal umschauen. Oben umschauen klingt ein wenig vorsichtiger und das sollten wir auch machen. Also hier sind wir jetzt wieder im Hauptkorridor. Folgen wir dem mal. Eine verschlossene Tür und eine offene. Die verschlossene führt wohl zurück zum Eingang, wenn man Terix Karte trauen darf. Das heißt, wir sollten sie schon mal öffnen, falls wir einen schnellen Weg nach draußen brauchen. Das heißt, merken wir uns, falls hier irgendwas ist, laufen wir einfach aus der Tür raus, rechts rum und dann sind wir schon fast beim Eingang. Dies muss die Speisekammer sein, dem Zeug nach zu urteilen, das hier so rumliegt. Wir haben 50 Proviantpakete, 20 Bier, 20 Weinflaschen, 5 Schnapsflaschen. Das ist eine Menge. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht alles tragen können. Die Schnapsflaschen nehmen wir mal mit. 5 Stück. Und Proviant nehmen wir mal mit. Wir sind 6 Leute. Nehmen wir mal 36 Stück mit. Das soll vorerst reichen. Sie ist ziemlich überlastet. Wie viel wiegt denn so ein Schnaps? Wir sind jetzt bei 1010 Unzen. Der kann keinen Schnaps mehr tragen. Unzen wiegt ein Schnaps. Eine Unze sind 25 Gramm. Okay. Ganz schön viel Schnaps. Aber Talana kann ja noch jede Menge tragen. So, die beiden auch noch. Und wo ist das ganze Essen geblieben? Ah, bei Terek, deswegen kann er sich nicht bewegen. Dann gib doch mal 6 Stück an sie. Und 6 Stück an ihn. Immer nur noch 3 Bewegungspunkte. Ja, er wird wahrscheinlich alles verteilen müssen, bevor er sich wieder einigermaßen bewegen kann. Du auch 6 Stück. Komm schon, Terek. Das kannst du doch tragen. Ah, wahrscheinlich muss er sich doch von ein paar Werkzeugen trennen. Oder Alkoholflaschen. Ich weiß nicht, was schlimmer für ihn ist. So, 3 Bewegungspunkte. Nee, das wird so nix. Gib mal einen Humpen an Gerugon. Und vielleicht das Seil noch an jemanden, der recht viel tragen kann. Wie niemand. Die sind alle schon einigermaßen belastet. Ah, dann halt Talana. So, die hat immer noch 7. Wie schaut's aus? Nee, nee, nee. Na gut, hilft alles nix. Nee, Gwendolyn will das nicht mehr tragen. Und Talana ist jetzt auch auf 5 Bewegungspunkte runter. Tiefer sollte sie auf keinen Fall fallen, sonst können wir halt keine Zaubersprüche mehr sprechen. Aber er ist jetzt auch auf 5, das ist doch okay. Ist hier in der Kammer sonst noch irgendetwas? Schaut nicht so aus. Gut, also da geht's runter. Hier ist eine Vorratskammer, da ist eine Vorratskammer, da war eine leere Kammer mit dem Geheimgang. Da unten war der Donnerbalken und die Bäder. Also hier raus und gleich rechts rum. Eine verschlossene Tür, die lassen wir erstmal zu. Eine offene. Und hier ist der Gang nach draußen, oder? Ja, hier geht's wieder zurück. Oh. Ein Kampf, aber es sind nur 2. Sollten also auf keinen Fall Magie benutzen. Und stell dich mal. Du stehst schon neben ihm? Nee, da stehst du neben ihm. Du hältst dich schön zurück. Ihr könnt ruhig reinschießen, wenn ihr den Platz findet, von dem ihr aus gut schießen könnt. Da zum Beispiel. So war das nicht gedacht. Du gehst dann mal dahin, dass du von der Seite Mürrem reinschießen kann. Abwarten. Oh nee, das ist Yalen. So. Dahin. Und einmal auf ihn schießen, bitteschön. Und dann nie. Na gut. Gwendolyn lenkt ihn hier ab, damit Mürrem gleich Abstand nehmen kann und dann schießen. Und die beiden Jungs prügeln einfach auf den Räuber hier ein. So.
Du machst ein, zwei Schritte zurück. Ein, zwei Schritte zurück. Und schießt bitte auf den. Nanu? Was für eine Waffe hast du in der Hand? Sie hat ihren Langbogen. Warum schießt du da nicht? Ah, okay. Und ein ordentlicher Treffer, sehr schön. Du schießt auch, und zwar auf den. Und triffst nicht. Ja. So, du stellst dich mal hier in den Weg. Falls einer von denen fliehen will. Und du haust einfach drauf. So, wir können jetzt auch einfach den Computerkampf anschmeißen. Jetzt sind sie ja schon richtig positioniert und müssten eigentlich genau das gleiche machen, was ich vorher auch gemacht habe. Also die beiden Elfen im Fernkampf bleiben und schießen. Und die Nahkämpfer halt einfach weiter drauf einprügeln. Diesmal sollte ich nur darauf achten, die Magie nicht zu verwenden. Also soll in diesem Kampf Magie angewendet werden? Nein. So, und jetzt können wir in Ruhe zugucken. Ich habe Talana vergessen. Ja, die KI ist nicht unbedingt die beste. Das heißt, die KI sieht jetzt, oh, Talana macht ja gar nichts, also kann sie auch in Nahkampf gehen und drauf einschlagen. Was ja an sich keine schlechte Idee ist und dadurch steht sie im Weg. Und jetzt muss Myrim auch in Nahkampf gehen. Und sie macht sich zu einem zu leichten Ziel, denn sie hat ja kaum Rüstung an. Das ist schon nicht so gut, aber so kleineren Gruppen können wir das trotzdem machen. Das macht das Ganze doch ein wenig schneller. So, Dolch, Dolch, Rapier, Rapier. Kommt alles mit. Und eine Dukate, 5 Silberlinge. Und 6 Abenteuerpunkte. Das ist nicht wirklich viel. Zumal ich jedes Mal, wenn ich speichere, das mache ich nach jeder Folge, jeder Erfahrungspunkte verliert. Was ich aber an sich ein sehr schönes Feature finde. Dadurch verhindert man halt, dass die Leute zu oft speichern und laden. Aber in einem Let's Play ist das schon ein wenig unpraktisch. So, kannst du dich wieder bewegen? Ja. Tirik nicht. Tirik kann noch den Rapier erstmal weggeben. Und zwar Gwendolyn wahrscheinlich nicht. Vielleicht Georgon? Jo, sehr schön. So, das war aber nur eine Zufallspatrouille, würde ich sagen. Gucken wir mal in den offenen Raum hier rein. Und es ist gar kein Raum, sondern ein weiterer Gang. Mit einer Truhe. Und hier haben wir einen Fex-Schrein anscheinend. In dieser Nische steht ein kleiner, dem Fex geweihter Schrein, der mit Opfergaben gut und gerne 20 Dukaten gefüllt ist. Wollt ihr den Schrein plündern? Nein. Denn hier sind schon jede Menge Diebe und Gauner gewesen. Und wenn selbst die sich nicht trauen, den Schrein zu plündern, sollten wir das schon gar nicht machen. Zumal man sich mit den Göttern immer gut stellen sollte. Also allein vom Rollenspielerischen her, als auch von der Spielmechanik, denn man kann von den Göttern ja auch die Gunst erbeten. Und das hängt halt davon ab, wie viel man denen gespendet hat oder ob man denen schon Gutes oder Schlechtes getan hat, wie zum Beispiel deren Opferstöcke geplündert. Also das machen wir auf keinen Fall. So, wieder zwei einfache Schurken. Da machen wir gleich Computerkampf. Nein, keine Magie. Einfach nur niederknüppeln und Talana geht wieder in Nahkampf. Yay. Aber wenigstens ist sie nicht das Hauptziel von dem Einschurken. So, alle Rufter. Wir wollen gucken, was gleich in der Truhe ist. Aber es sind doch schon arg viele Räuber hier unten. Es hätte Meister Dramosch eigentlich auffallen müssen. Vor allem der Geruch nach gebratenem Hasen. Ist doch ein wenig ungewöhnlich für eine Rumpelkammer. So. Der Linke ist schon ziemlich angeschlagen und er wird nicht weglaufen können. So, das war der erste. Jetzt den auch schön einkesseln. Keiner soll hier rauskommen. Sonst nisten die sich gleich wieder hier ein. Eigentlich könnten wir jetzt auch schon zu Meister Dramosch gehen und ihm sagen, dass einfach in seinem Keller jede Menge Räuber sind. Und dann schickt er seine Krieger hier runter. Aber er hat uns ja gesagt, wir dürfen alles behalten, was wir hier unten finden. Und es ist eine gute Gelegenheit, sich weiter auszurüsten. Also nehmen wir den Rapier mit und den Skra, ja. Die Dolche und das Bier lassen wir mal liegen. 2 Dukaten. Und 6 Abenteuerpunkte. Dafür hat Talana gut 1 abbekommen. Das heißt, er sollte Yalin sich erstmal wieder probieren. Heilkunde Wunden. Talana.
Sie braucht wirklich mehr Übung da drin. Na gut, dann halt einen Zauber sprechen. Yalin. Und zwar Heilung. Balsam auf sich selbst. Nehmen wir mal 6. Dadurch hat sie jetzt schon fast keine Astralenergie mehr. Wie schaut es bei Myrim aus? Sie hat noch 17. Zauber sprechen. Myrim. Heilung. Balsam auf Talana. Und auch mal 6. Scheint so weit alles geklappt zu haben. Und die gröbsten Wunden sind dadurch jetzt weg. Belastung ist hier okay. 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 Nicht so wirklich okay. Das muss auch noch weg. Ja, das wird langsam echt knapp mit unserer Ladung. Ja, wir haben auch zu viel Proviant dabei und eigentlich zu viele Werkzeuge. Aber sei es drum. Sobald wir hier draußen sind, können wir wieder ein bisschen verkaufen. Und jetzt gucken wir erstmal, was hier in der schönen Kiste drin ist. Zaubertränke, sehr schön. Davon kann man nie genug haben, wie wir jetzt gerade ja auch gesehen haben. Weil Astralenergie ist wirklich für alles zu gebrauchen. Gegner schnell umbringen, sich heilen, sich schneller fortbewegen. Die werden wir später sonst mühsam erkaufen müssen. Belastung ist nicht so okay. Das heißt, die kommen auch mal zu Talana. Ah, noch ist okay. Belastung 5. Alles gut. Du auch? Jo. Das scheint es aber mit dieser Etage gewesen zu sein. Ah ne, da ist noch eine abgeschlossene Tür. Da gucken wir doch mal rein. Hier ist der Fex-Schrein, den wollen wir immer noch nicht plündern. Sondern wir wollen hier rein. Einmal knacken. Misslungen. Nochmal. Misslungen. Na also. Ganz vorsichtig anschleichen. Scheint auch eine große Kammer zu sein. Wo nichts drin ist. Das ist doch komisch. Gerade hier oder da würde sich ein Geheimgang anbieten. Gucken wir mal. Und ja, hier kann man durchgehen. Hier auch? Nein. So, also bleibt uns jetzt nur noch der Weg nach unten. Und da sollten wir zumindest kurz mal runter gucken. Um dem Meister Dramasch berichten zu können, was da unten ist. Und wenn es zu viele Gegner da unten sind, dann sollten wir uns gleich wieder zurückziehen. Wenn nicht, können wir uns ja weiter umschauen, um noch mehr Beute zu machen. Und gleich ein Räuber. Nee, keine Magie anwenden, den prügeln wir ganz schnell nieder. Ihr solltet aber schön Tirik und Gwendolyn und Girokon ranlassen. Nicht, dass Talana wieder in Nahkampf geht. Nee, so ist gut. Kann er auch nicht fliehen. Das ist eigentlich nur eine Sache von Sekunden, bis der gleich umfällt. Die guten Treffer purzeln hier richtig rein. Nochmal 3, nochmal 2 und das war's schon. Rapier kommt mit, Rest bleibt liegen. 5 Silberlinge. Nicht wirklich erwähnenswert. Und der Rapier kommt gleich zu Tirik? Nein, Tirik wenig. Dann Gerugon. Auch wenn der langsam auf 3 runterpurzeln müsste, aber noch geht's. Also hier geht's nach oben, da haben wir einen Langgang im Süden, eine verschlossene Tür im Osten und einen offenen Raum anscheinend im Norden. Ne, ist auch ein Gang. Und noch ein Räuber. Keine Magie. Es ist ja schon komisch, dass die alle so einzeln uns angreifen. Anscheinend bewegen die sich recht frei hier unten und gehen gar nicht davon aus, dass irgendjemand sie stören könnte. Und dann stolpern sie halt auf ihrem Weg, wohin auch immer. Über unsere Gruppe. Das heißt, es werden bestimmt noch mehr hier unten sein. Den Skar ja wieder weg. Ne, jetzt kann auch Girokon nichts mehr tragen. Talana ist sowieso überfüllt. Was ist mit Yalin? Yalin will auch nicht. Nicht gut. Myrim? Myrim kann auch. So. Sieht wie eine
Sackgasse aus? Das glaube ich doch nicht. Im Osten geht's nicht weiter. Im Süden auch nicht. Und im Norden auch nicht. Das scheint wirklich eine Sackgasse zu sein. Na gut, sei es drum. Wir sollten jetzt aber erstmal wieder in die Stadt zurückgehen. Unsere ganzen Sachen verkaufen. Und vielleicht noch einen Tag rasten. Dazu müssen wir hier durch. Darum. Sind wir hier richtig? Ja. Und einfach links an der Wand lang. Ah, frische Luft. Und erstmal abspeichern. Spielstand. Speichern. Ich sagte Spielstand. Speichern. Da. LP 005. Und wir sehen uns gleich wieder.